Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Valheim. Ich bin gestorben, also im Sinn bin ich ja mehrfach gestorben, weil ich bin ja in Valheim, weil ich gestorben bin. Aber in der letzten Folge bin ich gestorben. Und ich hole jetzt meine Sachen zurück bei der Macht von Grayskull. Mist. Hat mich im letzten Mal, bei der letzten Folge hat es mich mal schön in den Dungeon gerissen. Weil ich versucht habe, mit dem Speer gegen Skelette zu kämpfen, wo der Speer, wo man sich überlegen kann, dass der Speer eigentlich durch die Skelettrippen durchgeht, ne? Naja. Zumindest haben wir einen Weg und wissen, wo es lang geht und müssen nicht so lange suchen. Zum Glück hatte ich Ersatzausrüstung zu Hause. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr sterbt, dass ihr dann andere Sachen wiederholt, weil ohne Ersatz losziehen ist schwierig, weil ihr müsst ja euch im Zweifelsfall auch durchkämpfen. Gerade im Dunkelwald werden euch ja eventuell dann zumindest diese komischen, die Kerle mit dem Rucksack, wie die Frau mit zu sagen pflegt, entgegenkommen. Ich weiß nicht, wie heißen sie denn? Wie heißen die Kleinen? Die Graylings. Die krasse Grey. Kann man ganz kurz mal durchreppen. So, ich habe nämlich nicht dran gedacht, dass ich eventuell mit einer defekten Axt hier losrenne. So, zum Glück haben wir alles markiert. Wir wissen ja auch, wo wir gestorben sind. Das sehen wir ja zum Glück auf der Karte. Deswegen geht es auf direktem Weg in den Dungeon, der uns das Leben gekostet hat. Ping. So, Axt raus. Alles klar. So, die Axt war ja eh kaputt, aber wir können das Bucklerschild hier nehmen. Und wir ziehen auf jeden Fall den Helm an, die Hose und das. Da kämpft sich's einfach leichter mit. So. Ja, ich bin zurück. Jetzt ist Schluss mit lustig. Das war mein Schild, hast du gemerkt? Guck mal, da war gar nicht mehr viel. Ich hätte nur noch die beiden Skelette wegkriegen müssen. Dann hätte ich hier schon fertig gelootet. Tja, so schnell reißt es ein. Geht auch gut mit der Feuerschein-Axt. Seht ihr? Läuft wunderbar. So, aber das ist auch wieder eine Sackgasse. Die Kiste haben wir noch nicht gelootet. Die haben wir. So, das war's. Jetzt haben wir alles. Na gut. Kurzen Check. 8 Zurtling-Kerne. Ich finde, das ist schon beachtlich. Hier 17 von den Ausdauerpilzen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Da ich gern mit richtigen Waffen kämpfe und nicht mit so einer Feuerstein-Axt, werden wir hier auf jeden Fall jetzt zurückrennen. Hat mir hier alles abgebaut? Ich weiß es nicht mehr. Hat mir hier alles aus dem Boden rausgeholt? Da sieht's gut aus. Ja. Ja, das sieht so aus, als hätte man den komplette Kupfervorkommen hier rausgezimmert. Obwohl wir es noch markiert haben. Hatten wir denn wirklich? Warte mal, da ist was. Da ist was. Vorkommen. Und das meine ich mit Randstücken. Da hast du immer so kleine Fetzen. Die sollte man nicht verachten. Ups. Hör auf zu. Die gehen halt auch ziemlich tief in die Erde. Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Aber dafür haben wir die Pilze. So, und ich würde sagen, dann gehen wir auch mal nach Hause, dass wir uns, da ist auch noch Kupfer vorkommen, dass wir uns jetzt in dieser Folge einen guten Bogen herstellen. Wir haben ja ein bisschen was durchzuschmelzen. Na du?
habe mal versucht, mit der Axt zu kämpfen, aber das war nicht so von Erfolg gekrönt. So, jetzt habe ich schon wieder eine Folge, wo ich hier mit euch Kupfer abbaue. Da sieht man auch, wie tief das hier reingeht. Ach, da kommt irgendwas. Hoppala. Und eine bessere Spitzhacke werden wir uns herstellen. Okay. Alles klar. Dann haben wir dieses Kupfervorkommen nochmal abgebaut, oder? Sind noch irgendwas in den Rändern zu sehen? Nee, doch, da war noch was. So, einmal noch Ausdauer, dann gehen wir nach Hause. 7 Kupfer haben wir noch rausgeholt. Also aus diesen kleinen Randstückchen, aus diesen kleinen Fetzen, ist wirklich ordentlich was zu finden. Na, das war's dann aber. Ja. Das sieht so aus, als wäre es das gewesen. Na gut, hier fehlt ja auch der halbe Berg, ne? Gut. Dann können wir das markieren als erledigt. Das Kupfer ist no more. Und dann geht's jetzt nach Hause. Dann zeige ich euch auch mal. Also ihr habt den Weg schon gesehen. Ich bin ja schon lang gerannt eben, als ich am Anfang meine Sachen wieder geholt habe. So, Stein, Kupfer. Das passt alles nicht rein, weil das hat man noch nicht dabei. Gut. Dann macht Tor. Macht das Tor weit? Ne, wie sagt man? Macht auf das Tor und das Tor macht weit. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ist auch völlig egal. So. Aber wir machen die auf jeden Fall die Türen zu. Bevor wir nachher hier ungebetene Gäste haben und sind dann erstmal überrascht. So. Jetzt sollten wir eigentlich den Weg runter ins Lager relativ unbeschadet hinkriegen. Das heißt unbeschadet, also. Haben wir noch nicht gegessen? Einen roten Pilz. Ohne, dass wir hier großartigen Schaden übernehmen. Spawnen hier Steine drauf? Oder habe ich die liegen lassen? Ich hätte fast gesagt, die Steine spawnen hier, aber... Mach auf die Tür, das Tor macht weit. Alles klar, danke. Hätte ich die Regie nicht. War das halbe Let's Play hier gefährdet. Guck mal, ist doch recht unbeschadet durch den Wald. Okay, hier müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber es geht, wir kommen vorbei. Und langfristig werden wir natürlich umziehen. Ein Wegelagerer. Fällt's mir nicht. So, Harz nehmen wir mit. Weil wir dann auch direkt Brandpfeile machen können. So, das läuft doch super. Heimat, du schöne Heimat. Lang habe ich dich nicht mehr gesehen. So, dann werden wir... Was ist denn los? Schwächeanfall? Dann werden wir direkt mal... Das Ding hier befüllen. 193. 23 Kupfer. Ich hab so viel Kupfer dabei. Ich schwitze mir das mal. Ich kann nicht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, schon geht's wieder. Wir müssen das mal hier rüber machen. Und. Ich
Vielleicht sollten wir uns eine Kiste draußen hinstellen, oder? Ich sortiere jetzt mal erstmal den Kram hier ein. So, das war die... Das ist die richtige, genau. Dann haben wir Harz. Was kommt hier noch rein? Lederknochen. Knochen. Leder haben wir gar nicht. Wo hatte ich die Ersatzklamotten her? War das hier drin? Wo habe ich die Ersatzklamotten gerade rausgenommen? War das hier drin? Wahrscheinlich. So, das kommt weg. Die Axt kommt weg. Was hatte ich noch? Das Schild. Mhm. Dann kommt die auf die 1. Und was hat man hier drauf? Ich weiß nicht mehr. Den Speer wahrscheinlich, ne? Gut. Das ist das. Da kommt das. Holz. Wir müssen, glaube ich, noch eine Kiste machen. In der wir... Oh, jetzt sind wir hier auch voll. Und die Surtenkerne sind auch voll. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein richtiges Lager. Hm. Das ist ja blöd. Also das ist gut. Ich meine, wir haben so viel Kram wie schon lange nicht. Aber dass das hier alles jetzt voll ist, ist natürlich irgendwie nachteilig. Wo haben wir denn Federn? Da haben wir noch Federn. So, das müssen wir noch reparieren. Ja, wir haben so viel Stein und alles. Hm. Was machen wir denn? Machen wir uns eine Steinkiste noch hier hin? Wir könnten hier neben die Schmiede die Eisenkiste machen, ne? Das machen wir jetzt auch. Wir bauen uns hier... Bauen wir uns noch eine Kiste hin. Apropos, bevor ich es vergesse und dann nachher losrenne und denke, ist das kaputt? Hier machen wir uns Dekoration. Machen wir uns hier so eine Kiste vor die Tür. Vors Fenster. Zack. Und in diese Kiste werden wir alles, was mit Erzen zu tun hat, reinmachen. Das war ja die Kiste bisher. Nee, Moment. Die Kiste bisher. Zack. Du trägst zu viel. Das mag sein. Gut. Gut. Dann können wir diese Kiste verwenden für Schätze. Keine Ahnung, sind das Schätze? Ich schätze ja. Storage. Immer noch Stein. Also er schwitzt. Instant-Schwitzer. Ist fast wie im wahren Leben. Komm, jetzt geh hier rein. Geh hier. Nicht. Das ist er. Kiste. Zack, zack. Den Stein werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Und ich lage jetzt hier einfach auch nochmal Holz. So. Machen wir das einfach so. Und dann kommt hier einfach noch Holz dazu. Storage. Nein. So. Dann haben wir hier bis, alles bis aufs Fleisch. So, was haben wir gesagt? Schätze haben wir gesagt. Das ist das. Das ist Baumaterial. Also ich gehe davon aus, dass Perlen... Also... Das ist klar. Das ist eine Trophäe. Das sind definitiv hier alles Trophäen. Das ist eine Trophäe. Das ist eine Trophäe. Das auch. Die Fackel ganz sicher nicht. Die Surtlingkerne sind eigentlich Baumaterial. Hm. Wir müssen ein richtiges Lager ansetzen, das bringt so nichts. Ja, eigentlich ist das hier Baumaterial alles. Auch die Surtlingkerne sind eigentlich Baumaterial. Jetzt. So. So. Kräuter haben wir hier. Wo habe ich denn... So, das habe ich rausgenommen. Ich bin mir halt unsicher, ob man das eventuell verkaufen kann, diese Rubine später. Das ist halt echt eine gute Frage, ne? Ob das für den Händler zum Beispiel sind, wenn wir den mal finden würden. Hm. Ach komm her, ich verteile es jetzt einfach. Ist ja völlig egal.
Ich gehe fest davon aus, dass das was ist, was wir beim Händler umsetzen können. Die Rubine und so ein Kram. So, auf jeden Fall ist jetzt der Wagen leer. Und jetzt wollten wir uns Sachen machen. Zack, und das kommt in die Essenskiste. Gut, Knut, das sieht doch schon mal gut aus. Der Wagen ist leer, die Schmelze läuft. Hier müssen wir auf jeden Fall Holz reinmachen, um das Ding hier anzuwerfen. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Kohle hier da, oder? Jo, ein bisschen, was haben wir noch mit 42? Alles klar. Dann machen wir eine Schmiede, wenn wir anfeuern. So, du trägst zu viel, das kriegen wir aber hin. Die Sumsen müssen wir auch nochmal. Da passt nichts mehr rein. So. Da ist alles voll, da ist noch ein Barren. Cool, also die Bude ist viel zu klein, sind wir uns einig, ne? So. Dann nehmen wir uns 10-mal Kupfer. Wir nehmen uns 5-mal Ditte. Dann haben wir schon wieder Bronze. Gut. Dann können wir die wieder rumpacken. Die Kohle können wir wieder reinpacken. Und, nee, Quatsch, den Stack nehmen wir komplett mit. Wir sollten... Der ist voll. Ist klar. Wir sollten jetzt mal gucken. Den Bogen. Ach nee, ich bin Trottel. Ich habe ja immer noch nicht das... Nein, ich habe das Holz nicht aus dem Dunkelwald geholt. Nein! Was hast du getan? Warum? Was erlaubest du uns? Nein! Ich habe keine Bäume geschlagen. Nicht dein Ernst. Ah, nein. Und nu? Jetzt müssen wir nochmal hoch. Wie sieht denn das aus mit der Helligkeit? Bestimmt geht doch die Sonne gerade unter, oder? Sieht bald so aus. Oh nee, jetzt habe ich das Holz nicht mitgenommen. Ich wollte doch Holz besorgen, damit ich mir den Bogen machen kann. Und vor lauter Farmen und Haus bauen und Weg bauen habe ich das erstmal schön vergessen. Ja, müssen wir jetzt machen. Guck mal hier. Ich würde mal am liebsten einen Fermentierer bauen. Ja, dann müssen wir das zuerst holen. Gut. Bitte einmal essen. Blaubeeren, die bleiben da. Die Pilze, die bleiben auch da. Die bleiben auch da. Die Surtlingkerne schleppe ich ganz sicher nicht mit. Das macht gar keinen Sinn. Die Perlen sind auf jeden Fall gut. Das ist Baumaterial. Das ist auch Baumaterial, aber ein besonderes. Also machen wir das so. Und dann machen wir die hier rein. Und, oh, das Harz, Moment. Das lassen wir hier. Das Holz lassen wir hier. Gut. Dann müssen wir noch schnell zum Rand hoch. Ich nehme jetzt nicht den Wagen, ich will mich rennen. So. Eiktor kann ich noch nicht buffen, geht nicht. Aber das machen wir jetzt noch. Mist. Voll vergessen. Ich wollte Holz holen. Hm. Blöd. Das ist echt blöd. Komm, 34, 33. Das ist ja blöd. Egal, das hilft jetzt nichts. Ich kann mich ja nicht stundenlang ärgern. Das hilft euch ja auch nicht weiter. Aber zurück können wir zumindest rennen. Dank der Macht von Grayskull. Ah, da geht die Sonne auch schon wieder unter.
Gut, der Vorteil ist, dass wir schlafen können. Wir können die Schmiede einmal durchballern lassen, dann geht das mit dem Schmelzen auch schneller. Und dann haben wir zur nächsten Folge haben wir wieder das Material, was wir brauchen. So. Axt raus. Jetzt wird es auch noch dunkel. Fantastisch. Tanne. Tanne. Bewege er sich. Da ist Kiefer. Kiefer, wenig Äste. So, Ausdauer. Ach, schade, ich dachte, ich könnte irgendwie eine Kettenreaktion auslösen. Na, vielleicht kann ich ihn ja hier überzeugen, den Baum zu fangen. Na, hast du Bock? Jetzt muss ich mich echt noch um die kümmern, ey. Weißt du was, ich mache mal für euch die Fackel an. Hier bei den Gegnern geht's auf jeden Fall. So, das Harz nehmen wir auf jeden Fall mit. Da werden wir uns mal eine schöne Brandpfeile draus basteln. Nicht auf meinen Fuß rollen, Baum. So, Dings, Kernholz, genau. Oder hatte ich da schon was in meiner Kiste drin? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh. Hast du mich angerotzt? Oh, jetzt kommen sie in der großen Gruppe. Ich muss mal kurz... Na? Ach, das ist also wirklich... Leute, lass mich doch mal Holz hacken, bitte. So, ich bin eh voll. So. Wir rennen zurück. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Das macht keinen Sinn für mich. Außerdem wollen wir hier noch... Ui. Wollen wir noch zum Abschluss der Folge eventuell noch einen Bogen in der Hand halten. Das wäre doch mal was Schönes. So, hätte ich was Besseres gegessen, hätte man mehr Ausdauer, hätte Fahrradkette, aber egal. Wie so ein Olympialauf, oder? Als hätte ich hier die olympische Fackel in der Hand. Und ich gebe sie nicht ab. Lauf ganz alleine bis nach Hause. Gut, wir könnten, was wir machen können, wir können uns ein Portal bauen. Wir haben genügend Surtling-Kerne. Das hilft uns zwar nicht, um jetzt zum Beispiel Material zu transportieren, weil ihr könnt, durch das Portal könnt ihr keine Materialien transportieren. Ich habe jetzt keinen Kupfer oder so dabei. Keine Erze. Ihr könnt zwar Holz transportieren, aber ihr könnt keine Erze hin und her transportieren. Dafür brauchen wir weiterhin den Wagen. Aber langfristig müssen wir sowieso die Hütte größer machen, weil ihr habt ja gesehen, in der Hütte ist einfach zu wenig Platz. So, dann werden wir den Meiler nochmal befeuern. Warte mal. Nee, so machen wir das nicht.
bevor ich jetzt das gute Holz verfeuere. Kernholz. Und der Rest ist genehm. Guck, ich hatte noch was da. Oder? So. Und hier muss noch Erz rein. Dann legen wir uns ins Bett. Machen wir das so. Und dann können wir nämlich, wenn wir ausgeschlafen sind, ist nämlich hier alles durchgebraten. Okay. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof, dass hier die eine Kohle fehlt. Der ist voll. Gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.